So, hallo, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe heute eine kleine Geschenkidee für zum Beispiel, wenn man ein Buch verschenkt oder der Lehrerin, den Erziehern im Kindergarten, wem auch immer. Das ist eine ganz schnelle Idee, die finde ich auch total ja, individuell gestaltet werden kann. Und ich möchte euch das jetzt heute zeigen. Also das Lesezeichen habe ich relativ schmal und lang gemacht. Heute machen wir es ein bisschen breiter und kürzer. Ich habe das schon vorbereitet. Und genau, das schließt mit einem Magnet. Und das kann man dann ganz einfach hier an ein Buch dran zwicken. Das schließt von selber und dann hat man eben hier oben das Lesezeichen drin. Ich habe das hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ein bisschen mit Wink of Stella. Mit dem Glitzerpinsel angemalt, dass das so einen Hauch Glitzer hat. Mit dem Papier heute funktioniert es jetzt nicht so ganz, weil das eh schon folienbeschichtet ist. Ich habe mir das vom Garten Eden ausgesucht und da finde ich, passt jetzt Glitzer mit dem Gold nicht so ganz. Deswegen lassen wir das heute weg. Aber der Wink of Stella ist eben so ein ganzer, ist ein Pinsel, der so ganz leicht Glitzer aufs Papier bringt. Ich finde den ganz toll. Gut. Dann legen wir mal los. Ich habe jetzt hier Papier in 16 cm Länge, einmal mittig bei 8 cm gefalzt und die Breite hat 6 cm. Genau. Dazu braucht man dann eben zwei Papiere, die da, also ich habe ungefähr 3 mm weggeschnitten, das so in jede Richtung. Der Abstand einigermaßen gleich ist. Und dann habe ich mir mit den Stanzformen eben noch das Blatt einmal auch mit so einer mit dem Metallic Folienpapier ausgestanzt und einmal in dem gleichen Farbton wie der Farbkarton ist. Das kleben wir dann zum Schluss drauf. Und was ihr noch braucht, sind zwei so kleine Scheiben Minimagnete. Die gibt es jetzt nicht bei Stampin' Up, aber wer da Interesse hat, ich kann euch die gern besorgen. Bestell da regelmäßig welche. Das ist immer so ein Riegel mit 10 Magneten Paaren, also 20 Magneten und da können immer zwei zusammen. Und die kleben wir uns jetzt auf das Papier. Und zwar ziehe ich da eine Seite ab, klebe die so mittig unten aufs Papier. Dann ziehe ich die zweite Seite ab und klebe mir das zweite Papier so drauf. Dann ist es nämlich auf beiden Seiten an der gleichen Stelle und der Verschluss hebt. Dann machen wir da ein bisschen Kleber an das Papier hin. Also ihr seht, das ist eine ganz schnelle Geschenkidee. Schauen, dass der Magnet unten ist, also wo dann die Öffnung ist von dem Lesezeichen. Und auf der zweiten Seite machen wir das dann genauso. Und das ist eben auch was, was man gerade jetzt, wenn man Schule oder Kindergarten oder wie auch immer schnell gemacht hat. Jetzt schließt es. Ihr hört das vielleicht. Und jetzt können wir uns hier noch die Blätter draufkleben. Jetzt gedacht, und machen wir das Goldene hin. Man kann dann natürlich, wenn man jetzt einen passenden Stempel nur da hat, auch noch irgendwie was Passendes zum Lesen oder so machen. Aber ich glaube, das Lesezeichen ist so schon schön genug. Und jetzt können wir das wieder in unser Buch hinmachen. Und ihr seht, das hebt und wir haben das Lesezeichen drin. Da kann man halt jetzt eben von der Größe des Buches variieren. Wenn man jetzt ein großes Buch verschenkt, kann man das größere Lesezeichen dazu machen. Wenn man bloß ein kleines Buch hat, macht man es halt kleiner. Ihr könnt da auch wirklich,
ja, das so machen, wie ihr wollt, breiter, schmäler, länger, kürzer. Da ist eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Und genau, es ist noch lang genug Zeit bis Weihnachten, dass ihr da welche produziert. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee und bis zum nächsten Mal.